Willkommen zurück und wir starten direkt. Hoffentlich finden wir hier irgendwo einen Laden, wo wir reparieren können. Ich glaube, wenn wir da lang gehen, ist die Chance am höchsten. Und wo wir vielleicht noch ein oder zwei Leute kaufen können. Wir können ihnen leider gar nichts geben, tut uns leid. Ein Laden! Ja, sehr schön. Als hätte ich das vorausgeahnt. Erstmal alles reparieren. Ihr habt Leute für uns. Nice. Long-Reichweiten-Scanner. Was habt ihr denn hier? Teleporter, Cloaking. Alles nicht schlecht. Heavy Laser 2. Nee, wir kaufen uns hier so ein... Wieso kann ich euch nicht kaufen? Nein, wir können keine Leute kaufen, weil wir angeblich voll sind. Das stimmt nicht. Ihr Schweine. Warte, wie viel können wir jetzt noch Waffen upgraden? 1. Das heißt, wenn wir... Falsch. Wenn wir eine Waffe finden, die nur eine Energie braucht, hier nicht, dann könnten wir noch welche holen. Aber erstmal holen wir uns jetzt noch Unsichtbarkeit dazu. Alles ist besser als nichts. Das heißt, wir können keine Leute kaufen. Wir müssen Leute, ja, fangen, befreien, wie auch immer. Erstmal machen wir uns unsichtbar. Dann übernehmen wir hier unseren Jutenmann. Machen die Schilde kaputt. Der Scharzer schießt auf die Waffen. Ah, sehr gut. So. Ihr habt keine Chance, Leute. Der hört bitte auf. Du auch. Ich mache euch fertig. Nur, dass ihr es wisst. Machen wir uns mal schnell unsichtbar, damit uns die Raketen nicht treffen. So, und Treffer. Sehr schön. Und du übernimmst den. Ihr schießt euch gegenseitig. Was ich sehr schön finde. Nein, wir lassen euch nicht aufgeben. Aufgeben ist was für Schwächlinge. Wir werden euch töten. Zack, noch einmal. Und tschüss. Sehr gut. Und 53 Schrott. Nice. Das war gut. Das war sehr gut. Geht ja endlich mal wieder voran, auch wenn wir immer noch keine weiteren Leute an Bord haben. Okay, wir treffen auf Leute, die von uns etwas wollen. Okay, ein paar von ihren Freunden sind zu Piraten geworden. Und wir sollen sie davon überzeugen, in Klammern, dass das eine dumme Idee war. Wir sollen einfach nur deren Schiff richtig schön viel Schaden machen. Und wir werden gut bezahlt, wenn wir nicht alle von ihnen töten. Ja, das sind immer Freunde. Oh Gott. Okay. Ah, super Schild blockiert das. Das ist natürlich ätzend. Machen wir erstmal alles voll hier. Alles hochladen. Erstmal nämlich das Sultan-Schild wegknallen. Und wenn die schießen, werden wir unsichtbar. Oh, das macht sogar 2 Schaden. Na komm, mach das Sultan-Schild weg. Oh, Moss wird auch immer besser beim Schild. Und jetzt können wir... Oh Gott! Natürlich haben sie das jetzt zerstört. So, übernehmen wir den erstmal. Na gut, wir haben ein paar starke Schilde. Ja, dieser blöde... Er hat ja nur die Sichtbarkeit, die uns komplett egal ist, eigentlich.
Das beschützt uns die Unsichtbarkeit sowieso ein bisschen. Du hast noch volle Leben. Dich übernehmen wir mal. Dann schießt du auf die Schilde und du auch. Ah. Wenn man natürlich nicht trifft, ist völlig für den Arsch. So, einen tötest du auf jeden Fall. Ah, den zweiten auch. Nice. Zwei Leute gekillt. Gefällt mir. Du sorgst weiter dafür, dass die Waffen am besten... Könnt ihr nicht einmal ordentlich treffen? Sehr ätzend. So. Schön ist, während unser Schiff unsichtbar ist, können unsere Waffen weiter laden. Oh. Immer dasselbe, Mensch. Dann übernimm du doch mal bitte den da. Ja, auch wenn ihr ihn tötet. Einen nehme ich auf jeden Fall mit. Sehr gut. Perfekt. Und wieder zwei von denen gekillt. Oh, treff doch mal. Ist doch ätzend. Geh du jetzt bitte auch auf die Schilde. Ach, die haben eine Wiederbelebungsbay. Oder eine Klonbay. Das ist natürlich scheiße. Oh, diesmal habe ich zu spät gezündet. So, ihr könnt euch wieder gegenseitig umbringen. Du bist übernommen. Perfekt. Ja, endlich. So, das wird sich auf jeden Fall zerstören. Na komm. Sehr gut, Höhenbruch. So, jetzt haben wir es. Meine Güte. Ey, ich muss mich doch mehr konzentrieren als sonst bei dem Spiel. Muss ich ja mal ganz ungefragt zugeben. Das kostet zu viel. Wir können den Auto... Computer anlassen oder verbessern, damit er bis zu 80% der Ausweichchance übernimmt. 30%. War das jetzt schon das Übernommene? Nein. Angie Ship. Oh, nice. Wir kriegen AJ Hager, einen supergeilen Kämpfer, der jetzt auch noch Pilot wird. Wir haben einen Mantis an Bord, der Pilot ist. So, du kümmerst dich bitte um die Schilde, du schießt auf die Waffen und der Rest darf wieder aufladen. Du triffst nicht mit deinem blöden Mist hier. Na, natürlich verfehlen wir. War ja klar. Unser Pilot muss auch erstmal ausgebildet werden. Ja, komm, komm. Der Charger hat wenigstens dafür gesorgt, dass wir einmal auf die Schilde treffen. Und ein guter Kämpfer vorne zu haben, ist natürlich auch nicht verkehrt. Na komm, schieß. So. Ach, die Verteidigungsdrohnen schießen die ab. Das ist natürlich kacke. Dann darfst du jetzt noch einmal übernehmen. Ich glaube, ich habe gerade eine Verteidigungsdrohne abgeschossen. Was natürlich cool wäre. Oder? Ich weiß gar nicht mehr. Die zwei oder drei Drohnen? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Oh! Hätte ich ausweichen können. Mit der C-Taste hätte ich cloaken können. Cloaken. So, jetzt aber. Nein. Oh ja. Geht doch. Gleich weiterballern. Weil den würde ich übernehmen. So, Feuer.
Höhenbruch fehlt leider noch, aber es brennt und die kämpfen gegeneinander. Was wieder mal verbessert das Ganze. Einer von beiden wird auf jeden Fall sterben. Waffen sind auch aus. Dann machen wir jetzt noch den Sauerstoff aus. Ha! So. So, Sauerstoff ist aus. Jetzt weiter auf die Schilde. Dann lassen wir den Charger noch einmal aufladen. So ist gut. Und ihr hört bitte auf, euch zu helfen. So, jetzt einmal auf die Health Bay. So, schönes Feuer. Und doppelter Höhenbruch. Die kriegen die Schilder auf jeden Fall nicht mehr an. So, die Health Bay ist auch fast tot. Da kommen die auch nicht mehr rein, was sehr geil ist. So, jetzt müssen wir nur noch die Verteidigungsdrohne ausschalten. Was auch nicht mehr allzu lange dauern dürfte. Sehr gut. Und jetzt seid ihr sowieso weg. Und ich töte euch noch. Und... naja, wenigstens die Drohne noch ausgeschaltet. Na komm. Ah, ey, sag mal. Sehr gut. Perfekt. Das war schön. Das war meiner Meinung nach sehr schön. So, da gibt es noch eine Quest. Gucken wir uns gleich mal an. Natürlich war das eine Falle. Und das Superschild sorgt dafür, dass wir nichts können. Außer uns unsichtbar machen. Ah, und der blöder Typ macht natürlich auch das Schild kaputt. Na komm. Das Schild muss so lange halten wie möglich. Zum Glück kommt der Beam da nicht durch. Aber das kommt durch. Uns nicht unterkriegen lassen. Komm. Okay, das ist keine Bombe, die Schaden macht. Das ist schon mal beruhigend. Sehr guter Treffer. Sehr, sehr guter Treffer. Sehr schön. Gefällt mir. Jetzt hätte ich gerne natürlich noch das Übernehmen. Da ist es auch schon wieder. So, komm. Oh! Das tat weh! Jetzt ist gut! Ja, 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 ja! So, jetzt aber. Du reparierst bitte das, du reparierst bitte das. So. Mein Gott, da. Oh, sie wollen abhauen. Nicht mit mir. Schilde sind wieder da, sehr gut. Sie wollen aufgeben. 4 Treibstoff, 26 Schrott. Nee, 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 nee. Ich hätte gern mehr. Viel mehr. Und Tschüssikowski. Sehr, sehr gut. 2 Treibstoff, 53 Schrott. Auf jeden Fall mehr als vorher. Knallen wir da noch einen rein. Jetzt haben wir es nochmal geboostet. Ne, springen wir darüber. Obwohl, ich hatte auch nach unten, dann nach rechts. Verdammt. Hier ist nichts. Mist. Na gut, dann Richtung Ausgang. Oh. Er möchte uns für 28 Schrott Jill geben. Jill sieht gut aus. Jill ist gut in Engine und Schild. Dann, ach stimmt, jetzt haben wir ja eine Energie übrig, weil er immer eine Energie dazu gibt. Was natürlich nicht verkehrt ist.
Ja, das heißt, wir können gleich einmal irgendwas aufwerten. Vielleicht sollten wir doch tauschen. Dann machen wir es so, dann haben wir nicht beim Antrieb einen mehr. Unkontrolliertes Nebel, unkontrollierter Nebel, so rum. Oder von den Slug kontrollierter Nebel. Wenn im unkontrollierten Nebel. Ich muss noch die Schilder einen aufwerten. Auf jeden Fall. Dann machen wir das doch so. Du bist bei Schilden schon recht gut geworden, ne? Aber der ist bei Schilden auch gut. Ist egal. Machen wir es so. So. Da ist direkt eine Quest. So. Ne? Wir wiederholen das Wort einfach so oft. Okay. Okay, wir haben hier einen Federation Scout, der sein Antrieb ist im Eimer und die können nicht den, also die finden den Weg nicht bis zur nächsten Station. Wir könnten sie da hinbringen oder ja, da wir verbesserten Antrieb haben, können wir ihnen die Daten nennen. 77 Schrott, nice. 180 würde das kosten. Okay. Da haben wir wieder einen Laden. Ach komm, wir springen nochmal schnell zum Laden. Ein bisschen reparieren. Fix it all. Und wir können sowieso nichts kaufen. Total bescheiden. Außer ein bisschen Waffen und so weiter. Treibstoff brauchen wir jetzt mal nicht. Ich hoffe, wir schaffen es so noch bis zum Ende. Ist ja nur noch dieses Stockwerk. Ich weiß übrigens nicht, wie der Endboss aussieht. Keine Ahnung. Okay, und er lädt automatisch schon seinen Antrieb auf. Oh mein Gott, sind das viele Drohnen. Und oh mein Gott, ist das eine fette Waffe. Und oh mein Gott, er lädt auch seine Ladewaffe auf. Aber die kann nur dreimal schießen. So, Ruhe. Was? Die hat trotzdem getroffen? Okay. Nicht getroffen! Alter Schwede! Nein, unsere Schilde! Wow! Ja, ist doch gut! Nein, du reparierst den Sauerstoff. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Du gehst... Heilen kannst du nicht, dann geh da raus. Ah. Geh da rein. Oh mein Gott, Mensch. Nein! Jetzt habe ich meinen Soldaten verloren. Ihr Schweine! Das gibt es nicht. So. Jetzt komm, mach das Feuer aus. Es darf jetzt nicht noch bis zum nächsten gehen. Oh! So, da ist wieder genug Sauerstoff drin. So. Ich kann auch hier alle Türen schließen. So, jetzt schauen wir einmal, wo wir die Leute noch gespeichert haben. Okay. Dann sind wir schon wieder keiner an den Waffen. Dafür haben wir einen am Ausweichen. Ja, dann nehmen wir den einen doch am Ausweichen. Scheiße. Ja, komm, reparier die Schilde, damit wir los können. Gott, das war ein heftiger Kampf. Da frage ich mich jetzt echt, wie wir den Endboss schaffen sollen. Aber das wird. So, jetzt geht er nochmal schnell heilen. Und während ich darauf warte, dass die Leute sich voll heilen, bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, Leute. Tschüss.